Boah, das ist nicht gut. Ich gehe zum Fragezeichen. Let's go, was ist es? Ich nehme die Karte. Wird schon. Hoji, the Demon, hi! Gegner hinterlassen zweimal mehr Eifer. Alright, wir müssen viel abeifern, aber der Zauber, den wir haben, ist halt richtig crap. Einhorn, lieber, guten Abend. Ja, wir haben ja heute auch sehr früh angefangen. Alles gut. Aber eigentlich hier, ne, in der Sekte Pflichtprogramm. Opfergaben bitte jetzt abgeben. Oh, ich mag diese Pfütze nicht. Boah, hat er mir einen genommen? Komm schon. Jetzt noch den Fettsack. Nice. Komm schon. Yes. Moment. Aber die größte Frage, die ich mir stelle, ist, wirst du die MW2-Story spielen, wenn sie rauskommt? Die Frage stellst du dir? Das ist die größte Frage, die dich nachts quält. Ah, das ist traurig. Komm. Boah. Was sind das hier für komische... No, 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 no. Geben die nicht hier... Ach, die geben Fleisch. Oder liege ich da falsch? Irgendein Bonus? Also im Lager daheim geben die Dinger Fleisch. Wenn man A drückt, aber ich ging kein A. Hm. Oh. Eine Statue des mächtigen Lamms. Cool. 5 Stein kostet das Ding. Was bringt's? Werden sie dadurch mehr Ehrfurcht haben vor mir? Alter. Sniper-Dude. Ui. Ey, wie ich die Fledermäuse absolut... Der lebt ja immer noch. Nicht leiden kann. Oh, U8. Und ist auch noch eine Kammer, da müssen wir auch noch hin. Okay, hier ist Ende. Ein Herz. Lecker. Schleckrio. Sascha, guten Abend. Man muss sagen, das Spiel, ich persönlich finde es ziemlich geil. Es ist ja wieder so ein Spiel, was so richtig schön süchtig macht. Vampir. Ja, dann nehme ich Vampir. Erstens, sie macht mehr Damage. Zweitens... Kann nur besser werden. Igel, Dankeschön. Für den Prime Sub. Willkommen in der Sekte. Du schaust nachher den Stream von mir weiter, oder wie soll ich das verstehen? Oh, wen haben wir denn hier? Hilfe! Hol mich bitte hier raus. Na, Skure. Das bist du. Das bist du, Skure. So.
Nehmen wir hier noch ein bisschen Juice. Okay, jetzt wird's spannend, ne? Au! Du! Mieser! Mieser Boy! Komm schon, Vampirismus! Keine Heilung, kein Leben. Na, hier ein halbes. Schnecke! Hm, wir gehen nach oben. Oh nein, nicht wieder die hier! Ja, ich will einfach hier rum. Boah! Schnelle Gegner sind echt ätzend! Stand nicht da, dass ich beim Vampirismus irgendwie Seele mobs? Also bis jetzt mobs ich hier gar nichts. Oh nein! Oh oh. Ah, okay. So. Wirf den Gegner in deiner Richtung zurück und fügt ihm gleichzeitig Schaden. Kann nur besser werden. Ich nehme mir das hier. Diesen schwarzen Glub. Finde ich total wack. Au! Ah. Ach komm! Was ist das denn hier? Was hat der denn für eine... What? Da ist ja auch noch einer nicht gesehen. Oh oh. Ein Leben. Der war fies. Keine Ahnung. Der hat immer wieder hier... Jetzt wird's... schon schön spannend, ja. Oh. Psst, hey. Oh, 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 oh Gott. Nein. Boah. Oh Gott. Immer wieder hier meine Fähigkeit draufdudeln. Wieder weg. Schon. Nein! Nein! Ja! Oh Gott!
Verdammt, verdammt, verdammt. Na komm. Mundhalskette. Er lebt noch. Dankeschön für 200 Bits. Die habe ich noch irgendwie am Rande mitbekommen. Sorry, ich war in der Matrix. So, bejubelt euren Sektenanführer für diesen glorreichen. Jetzt 40 Minuten die Basis renovieren. Jetzt müssen wir erstmal Essen machen. Hier sieht es kritisch aus. Ne, was habe ich da gemacht? Gut, Mahlzeit, ne. Essen kommt! Essen! Alle Essen fassen! Papa macht Essen! Ja, geschehen. So, holen wir mal alles ab. Danke. Danke. So, so, so. Der Laden läuft doch relativ gut, ne? Hier ist wieder ein Bett kaputt. Was willst du denn? Was willst du, Racke, denn? Dieses ganze Chaos hat mich krank gemacht. Wenn ich mich nicht ausruhen darf, werde ich mit Sicherheit sterben. Alter Rocky, du Weichei. Ja. Na, jetzt du nicht auch noch da oben. Okay, wir brauchen noch mehr Essen. Hier sind noch einige hungrig. So, bitte. Dann müssen wir mal hier die Betten ausbauen. Zack, 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 zack. Zack. Was ist jetzt los? Ah. Kurz gerockelt. Also irgendwo hier ist super viel Kot. Jetzt ist der auch alt. Ey, alle werden alt. Nicht gut. Wir sterben langsam die Leute weg. Es wird langsam problematisch. Ich habe einen Seniorenkult. So geht das nicht. Kult der Rentner. Das gefällt mir aber gar nicht. So, Toilette. Brauche ich hier Gold? Wo ist die Toilette? Ah, hier. Gekackt wird, keine Ahnung, hier im Eck. Hier, bitteschön. Hier oben entsteht ein Kothaus. Habako, ich habe keine Ahnung. Ich kann dir das nicht sagen. Ich kann dir diese Frage nicht beantworten. So. Papams. Von hier kann ich ja einen Kot ernten. Okay, das kann auch voll laufen. So, du da! Skior 2.0. Hier, mein Hübscher.
Willkommen in der Gang. Du betest. Hier ist auch noch ein Geschenk. Du wirst nie schlafen, du Psycho. Pass zu Skior. Der schläft doch auch irgendwie sehr wenig. Wie nennen wir den? Pickel. Anime Senpai. So, Pickel. Okay, der Narwal ist uralt. Muss ich mir Sorgen machen? So, was brauchen wir denn als nächstes? Was ist wichtig? Dämonenbeschwörung. Missionar. Missionar wäre vielleicht auch ganz gut. Aber wir machen mal hier den Strang noch ein bisschen weiter. Opfern ist wichtig und richtig. So, Seelen. Ich brauche noch ein Bett. Irgendjemand hat hier kein Bett und heult deswegen schon wieder. So, bitteschön. Die Hygiene ist halt echt mies hier. Ich weiß gar nicht warum. Ich meine, im Endeffekt, so schlimm sieht es auch nicht aus. Na gut, es sieht doch furchtbar aus. Es sieht furchtbar aus. Ich nehme alles zurück. Bitte kackt jetzt ins Klo, nicht in den Wald. Ist ja qualvoll. Bitte hören Sie auf, in den Wald zu stuhlen. Dankeschön. Einhorn Diva, willkommen zurück. Lauschet dem Schaf. Das Lamm hat etwas zu verkünden. Boah, wir brauchen schon 50 Glaube mittlerweile. Ah, jetzt wird es immer mehr tricky. So, weil immer mehr Leute sterben, machen wir mal das hier. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Glaube ans Opfer. 20 Glauben, wenn ein weiteres Kultmitglied geopfert wird. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Glaube ans Jenseits. Verlieren nur 5 statt 20 Glauben, wenn Kultmitglieder sterben. Da viele bald sterben, sollte das hier die nächste Eigenschaft werden. So. Haben wir noch ein Ritual? Bleibt mal schön hier. Ritual des Anhängeraufstiegs. Okay. Alter 42, 44. Guck mal, der ist eigentlich auch richtig alt. 46. Irgendjemand Junges. Er ist mit Skior 2.0. Er ist erst 21. Explodiert der jetzt? Der lebt danach noch, oder? Ach, der ist tot, oder wie? Oh nein! Was? Ist Skior noch am Leben? Ist Skior noch da? I don't get it, man. Anführer, es wäre so lustig, wenn wir Skior Streiche spielen würden. So wählerischen Essern sollte man mal etwas Code vorsetzen. Bah! Na gut. Skior kriegt's heute richtig ab, ne? Der Arme. Skior kriegt richtig auf die Nase, du.
Ja, der Glaube ist jetzt gerade nicht so pralle. Okay, der schläft. Ist alle voll im Koma hier. Er arbeitet halt. Moment, ich habe doch hier noch einen gehabt. Ach nee, das war ja Skewer 2.0. Er hat meinen Anhänger mitgenommen. Scheit. Tja, das ist jetzt doof. Tag 19. Können wir hier eine neue Predigt halten? Dann könnte ich ein bisschen hier den Glauben stabilisieren. Du da! Dankeschön. Sind jetzt alle nicht so gut drauf. Ich mach dir ein Geschenk. Bitte sehr. Ich hab ihn unterbrochen. Das ist ganz schön frech. Rotebringer, gib mir noch mal ein bisschen von deiner leckeren Spritzseele. Also du hast eine Menge verpasst. Du hast Highlights über Highlights über Highlights verpasst. Skior ist jetzt schwer krank, weil er Kot gegessen hat. Alter, wir foltern Skior hier irgendwie zu Tode. Ja, ein neuer Diva. Der wird bald sterben, der Rodebringer. Nicht nur Games, auch viel Erotik und so hast du verpasst. Es war super viel Erotik hier, ne? Hier war super viel Erotik im Stream. Komm, wir machen noch ein Ritual. Irgendwas Chilliges. Hier so ein Essen. Kannibalisches Essen! Ja, ich würde mir Sorgen machen, ja. Bei dir sieht es irgendwie kritisch aus. Ja, ich würde mir Sorgen machen. Das Spiel hat irgendwie tiefen Hass leider auf dich. Ich weiß nicht warum. Und da spritzt er ab. Danke. Danke. Gerade sehr, sehr spritzig hier, ne? War nicht irgendjemand super schwer krank? Ah, du da oben. Erstmal gibt's nette Worte. Der arme Skewer, ne? Der ist richtig zerdudelt. Bettruhe. Wie, jetzt ist das Klo so voll oder was? Kann ich Kot verkaufen? Knochen will er haben, aber Kot nicht. Kaka will er nicht. Schade. Weil davon haben wir viel. Ich habe leider nicht genügend Blumen. Ey, ich brauche eigentlich noch viel mehr von diesen Sammeldingern. So. Dann legen wir mal los. Dann, oh, da ist noch ein Anhänger. Den kann ich noch brauchen, du. Für die Säuremine. Alter, Stufe 2 für 3 Monate, Dankeschön.
Wo sind Maxan? Wo sind Maxan? Der hat noch eine Belohnung für mich. Kojon, Einhorn Gigolo. Der grüne Pumuckel. Rocky Stone, der alte Esel. Ah, hier. Nein, ich muss mit dem hier reden. Hahaha, ach Anführer, du bist so witzig. Wir haben so ein Glück, einen Anführer mit solch einem Sinn für Humor zu haben. Ja, nice. So, du da. So, das ist der Einhornknecht. Willkommen, Einhornknecht. Skior 3.0, wir haben nur noch Skiors. Hier kannst du arbeiten gehen. Ihr sollt hier drüben weiter beten. Betet hier weiter. So, jetzt aber hier wieder rein. Jetzt aber hier wieder rein. Es wird geschwitzt. Ich werde nicht dasselbe Schicksal erleiden wie Cleffy. Komm in meinen Tempel. Du wirst dann auf die Schlachtbank folgen. Wow, der Frosch ist auch richtig angepisst. Dass sie alle so eine Nuschelaussprache haben. Vampirschwert gewährt die Chance, den Träger mit der Lebenskraft eines getöteten Gegners zu heilen. Ist mir noch nicht einmal passiert. Und wieder diesen Schleim. Ach Mann. Ja, Skior ist hier Supporter Number One. Deswegen sollten eigentlich alle Skior heißen. Boah. Bam. Moment, hier ist noch einer. Bams. Schau nachher mal Steam. Oh, jetzt hat er noch irgendwas gesteamt. Psst, hallo, mein Kind. Psst, ich kenne dich. Psst, du ein Freund von Rattau? Psst. Ich erkenne diese Krone, pst, auf deinem Kopf. Rattau hat mir alles über dich erzählt. Ich bin unterwegs zu ihm, pst, um eine Runde Astral Galui zu spielen, pst. Ich habe Schulden, pst, zu bezahlen und Schulden zu machen, pst. Okay. Ich muss Flinky besiegen. Au! So, er war nichts außer Tod und Elend. Also bis jetzt bin ich von Vampirismus irgendwie enttäuscht. Haben wir das so geil vorgestellt. Hallo, ist hier jemand? Ah, jetzt. Jena, dem du dienst. Das Monster, das wir in Ketten gelegt haben, wird keine Ruhe geben, bis alle vier von uns tot sind. Du magst vielleicht meinen Bruder Leshy.
getötet haben, aber mich wirst du nicht kriegen. Du wirst auch nicht in die Nähe der anderen Bischöfe des alten Glaubens kommen. Wir sind bei weitem älter und mächtiger als unsere werter Bruder Leste es war. Oh, wow! Was? Alter. Komm schön rein hier in meine Soße. Oh, 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 oh. Die machen hier ganz schön. Machen hier ganz schön Trouble. Ha. Immer schön rein in die Suppe. Ah, Mist, der hat mich auch noch gehittet. So, einer schon mal down. Komm schon. Yes, Riesengerippe. So, Meister des Fachs allgemeiner Waffenschaden. Ja. Als her damit, mit den feinen Leckereien. Dann zeig mal, was du hast. Ich will auf jeden Fall das hier. Giftschaden ist so geil. Und meine Fähigkeit ist eh nicht so gut, die ich hier habe. Ist irgendwie ziemlich wacko. Oh, geil. Die doppelte Lebensenergie beim Heilen. Das ist nochmal was Erotisches. Ich gehe mal hier hin. Dann ist da oben Fragezeichen. Wer bist denn du? Meine Liebe nahm mein Herz mit auf die See hinaus. Ja, auf die See, auf die See. Dort wird es wohl noch immer sein, noch immer in ihrem Brett aus dem Meeresgrund. Oh weh, willkommen Kreuzzügler. Nimm dir einen Augenblick Zeit, mich auf meiner Suche zu begleiten. Ich suche nach dem Herz, das einst in meiner Brust schlug. Das tat es, bis es mir genommen wurde von ihr. Ich sitze hier schon seit so vielen Jahren, sogar ihr Gesicht ist aus meiner Erinnerung verblasst. Und doch suche ich weiter, ich suche immer fort. Ich habe ein Dutzend Herzen, weißt du aber, keins davon gehört mir. Sie gehören dir, wenn du sie haben willst, Kreuzzügler. Für mich sind sie wertlos. Ich will nur jenes, das einst mir gehörte, damit ich einen letzten Blick auf ihr Gesicht werfen kann. Seufz. Okay, das ist der singende Fuchs. Was kann ich denn dafür, dass er so eine Stimme hat? Okay, ich habe wieder volles Leben. Guck mal, die süßen kleinen Herze. Voll süß. Voll putzig. Hey, das ist ja schon wieder. Oh, hallo, da Kreuzfahrer. Setz dich durch. Wenn du die nächsten Kampfräume beschließt, ohne auszuweichen, gehört dir eine Belohnung. Aber wenn du versagst, nun, dann gibt es nichts für dich, du Flasche. Okay. Ohne Rolle, Alter. Alle Räume. Oh nee, boy. Da hasst mich jemand. Okay, die B-Taste ist quasi für mich gestorben. Boah, das wird mies. Eieieiei. Boah, ich hoffe, die Belohnung ist es wert. Das muss ja Crack sein. Einen Raum haben wir. Halbes Leben habe ich dafür verloren.
Ah, nein, 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 der hat mich auch noch getroffen. Ey, ohne Rolle ist so schwer, weil die steppen so einen Schritt nach vorne und dann hast du deinen Schaden. Noch ein Raum. Oh Gott. Jump in meine Säure. Komm schon. Step on the bee, please. Yes, Mother F. Gib mir was, sing der Fuchs. Jo, na, da bist du wohl ganz besonders. Wie? Du hast die Herausforderung abgeschlossen, yo. Was sollst du bekommen, Mother F? Ich denke, das ist eine ordentliche Belohnung. Das war's, mehr kriege ich nicht, einen alten Stinke-Anhänger. Oh, hätte ich lieber gerollt, du. Vampirdolch. Boah. Ich nehme das hier mit. Das Schwert ist ja nicht schlecht. Rems. Gibt es halt echt Babo. Jetzt noch mal ein bisschen mehr Vampirismus würde ich mich drüber freuen. Einfach mal ein bisschen mehr sacken. Ah, okay, das ist cool. Wann kriege ich denn hier mal... Habe ich ein Herz gerade bekommen? Ja, ein halbes. Gib mir die Karte und... Reduziert sich deine Lebensenergie auf ein halbes, wird alle Gegner. Okay. Let's go. Da lange ich doch gerne mal rein, obwohl es auch lächerlich wenig ist. Boah, was ist das denn hier, Alter? Voll viel. Boah, das war fies. Das war fies, Friends. Todesstreich ist halt echt geil, ne? Ich finde den Todesstreich mit am geilsten, weil der halt richtig Damage macht. Aber ich glaube, ich bleib mal bei meinen Tentakel im Moment. Nein, 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 Vögel. 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 Oh, was hat denn der für eine Fähigkeit? Boah. Fieser Assi. Hab ich habe ein halbes Leben verloren. What? Oh, das oben ist nur Energie. Sag ich, ich bin ein bisschen enttäuscht, was den Vampirismus angeht. Oh ne, ich habe ein halbes Leben bekommen, oder nicht? Oh ja, okay, ich nehme alles zurück. Vampirismus, ich liebe dich. Vampirismus, du bist sexy. Mit meinem schnellen Powerschwert. Geile Kombo. Ich gehe lieber nochmal nach unten. Mein Gefühl sagt mir lieber nach unten. Boah. Oi, 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 oh nein, hat es mich getroffen.
Okay. Trinken. Zum Wohl. Zum Wohle. So. Oh nein, ist das schon the final, final, final? Ist das schon the final, 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 final? Uff. Nee, jetzt. Wait a moment, da gehe ich nochmal zurück und hole mir eine andere Fähigkeit. Dann nehme ich mir die Flammenschuss mit. Alex, dankeschön für diese aufmunternden Worte. So, the final, final. Der zweite Boss ist da oben drin. Oh Mann, das wird unangenehm, glaube ich. Oh Gott. Endlich habe ich mich auf dich gefreut. Mach deinen Frieden, Kreatur. Du wirst diesen Tempel nicht mehr verlassen. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Alter, sieht der böse aus. Heilige Kacke. Okay, der kann den Stampfer. Der kann den Schlecker. Wow. Boah, ist der fies. Uff, 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 uff. Vampirismus! Oi! Dankeschön, Vampirismus! Boah! Boah, der ist richtig Babo-Check. Uiuiuiui. Und jetzt, komm! Ui. Nein. Komm schon. Eieieiei. Ja. Oh, den kann man nicht vergiften, den Dude, ne? Oh ja, 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 das war knapp. Muss mich konzentrieren. Na, die verdammten Fliegen. Wow. Komm schon. Schon. Oh. Fliegen, fliegen, fliegen.
Mann, 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 der ist aber auch echt hardcore. Elfter. Na, nicht getroffen. Komm schon. Der war very tight. Eieiei. Boah. Was ist das denn für einer? Oh, oh. Oi, oi, oi. Uff! Komm schon. Ja. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich kann gerade auf nichts eingehen, Leute. Dankeschön für die Subbombe. Die habe ich eben gerade im Augenwinkel gesehen. Aber ich bin gerade... Chrissy, Dankeschön für die weitere Subbombe. Aber ich bin gerade am Sweaten. Ei. Nicht auf den Chat gucken. Oh, Alter. Jetzt macht er schon Dreierlick. Uff. Komm schon. Alter, was geht denn hier für ein Film? Uff! Nein! Ja! Ah. Alter, ich hab nochmal einen Schaden bekommen. Wie fies ist das denn? Wäre ich jetzt gestorben, wäre es echt mies. Oh. Hart geschwitzt, aber
Der Mann, der rödelt. Der rödelt, Freunde. Der rödelt. Eine Trophäe für das Töten von Hackett. Anura. Sexy. Gebäude kann nur einmal gebaut werden. Neue Tierform. Yes. Tja, guck mal, da liegt er. Aufgesplattert, die Sau. Ich find's immer traurig, dass der Chat einfach nicht in mich belief, dass die immer irgendwie gegen mich wetten. Das ist traurig, weil bei anderen Streamern wird der Streamer angefeuert, hier wird er irgendwie sabotiert und bespuckt. Ich habe es genossen zu beobachten, wie du Heketet vernichtet hast. Es war vorhersehbar, dass ihre Arroganz einmal ihr Untergang sein würde. Dein gnadenloser Kreuzzug gegen die alten Glauben wärmt mein kaltes, starres Herz. Und Hirte wird einen Pfad durch die Wildnis bahnen, Flüsse in die Wüste bringen und Licht in die Dunkelheit. Heiligt mir! Ich bin es, euer Führer. Was mit dir? Ab ins Bett. Du bist nur schon wieder krank, aber hier überall tot ist. Ich habe hier ein Kackhaus. Warum nutzt das denn keiner? Null. Ihr sollt nicht in... Sag mal, was stimmt denn mit euch nicht? Ihr sollt nicht in den Wald defekieren, sondern ihr sollt die Hütte verwenden, ihr Freaks. Ja, Rudebringer ist während meinem Kreuzzug gestorben. Da kann man nichts machen. Was? Die Dinger gehen leer? Okay, wäre auch sonst ein bisschen zu OP, ne? Ich habe zwei Tote im Lager. Das heißt, wir brauchen einen Friedhof. Ah, da liegt Rudebringer. Der Sack, der ekelhafte. So. Machen wir mal ein Grab. Ja, ich bin gleich ready für einen alten Pfalzmann. So, hier. Ja, du kriegst ja schon ein Grab. Guck mal hier, ich hab dich eingetütet. Sehr schön. Und der nächste hier rein. Da mache ich Essen. Na, Führer. Na, guck mal, jetzt waren sie doch hier oben Stuhlen. Ja, gut, ich hab's verstanden, mehr Toiletten. Wahrscheinlich friedhofsnah. Hier ruht Rudebringer. Hier ruht Elchimor. So, wir brauchen mal ein bisschen Stein hier noch. So.
Macht euch mal ran hier. Der eine ist total müde. Haben wir nicht genügend Betten? Ich kann schwören, wir hätten genug. Oder ist wieder irgendeins kaputt? Was willst du denn jetzt? Nützoll, dankeschön. Und Rich Mood, dankeschön. Glorreicher Anführer, wir haben Skior beim Bestehlen eines anderen Kultmitglieds erwischt. Wir verlangen Gerechtigkeit. Bitte, Anführer, steck den Langfinger ins Gefängnis. Skior, du wirst echt gehasst, falls du noch hier bist. Ich kenne keinen, der so unbeliebt ist in dem Spiel. I'm sorry. Schon wieder Skior. Er fällt dauernd negativ auf, ne? So, Freunde, das war's mit dieser sexy Session von unserem Kult. Wir sehen uns natürlich wieder in der nächsten erotischen Kult-Session. Lasst eine Bewertung da, kommt auf Twitch. Da könnt ihr mitmachen bei dem ganzen Kram. Vielleicht werdet ihr die nächste böse Bube hier im Lager. Ich meine, Skior fällt schon sehr negativ auf, ne? Das muss man sagen. Skior, ich, kritisch. Sagen wir es mal so. Kritisch.